Julian, ja, lass uns mal zu Julian Boss reingehen, Alter. Neue Ära, okay. Let's go, wir gehen rein. Chefmusik aus der obersten Etage. Ja, das ist so crazy, wenn du diesen Unterschied hörst, ne? Ich meine, man muss natürlich sagen, das steckt auch viel mehr Geld wahrscheinlich drin und Arbeit in dieser anderen Produktion, ne? Aber wie krass nach vorne und in die Fresse und was für ein Druck, Alter, in dieser Single gerade drin war, ne? Oder also wie druckvoll das klang, wie das in die Fresse ging. Ich meine, es ist ein anderer Beat und so, aber es klingt weitaus billiger, weil es wahrscheinlich auch billiger ist, so. Aber der Unterschied ist immens, so. Chefmusik aus der obersten Etage. Rapper nehmen nur Drogen und Versagen, sind am Drohen, aber weiter nichts. Ja, meine Fresse ist groß, doch ich scheiter nicht und niemand der Alpha ist betont. Digga, was kommt mir Julian jetzt wirklich deep oder was? Das finde ich sogar nice. Jetzt mal unabhängig davon, wie sich das doch weiterentwickelt, finde ich das inhaltlich cool. Wenn Julian mal mehr zu sagen hat, so. Chefmusik aus der obersten Etage. Rapper nehmen nur Drogen und Versagen, sind am Drohen, aber... Es hat doch eine ganz andere Wirkung, wenn Julian das sagt, Alter. Das hat irgendwie viel mehr Gewicht. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn Julian solche... Guck mal, solche Lines bringe ja auch ich oder viele andere, aber wenn Julian das bringt, hat das nochmal eine ganz andere Epicness, einfach inhaltlich gesehen. Also von dem, ne, was... So, ich meine so, ne, deutsche Rapper nehmen Drogen und so diese Moralkeule, dieses, ne, so kannst du nicht weitergehen und was geht hier ab in unserer Welt... Finde ich, kommt für ihn nicer. Musik aus der obersten Etage. Rapper nehmen nur Drogen und Versagen, sind am Drohen, aber weiter nichts. Ja, meine Fresse ist groß, doch ich scheiter nicht und niemand der Alpha ist betont, dass er Alpha ist. Ey, ich finde das, ich find's nice. Ich find's wirklich nice. Ja, meine Fresse ist groß, doch ich scheiter nicht. Auch hier, auch, warte mal. Chef Musik aus der obersten Etage. Rapper nehmen nur Drogen und Versagen, sind am Drohen, aber weiter nichts. Ja, meine Fresse ist groß, doch ich scheiter nicht. Auch die Reime cool gesetzt. Nehmen nur Drogen und Versagen, sind am Drohen, aber weiter nichts. Ja, meine Fresse ist groß, doch ich scheiter nicht. Und niemand der Alpha ist betont, dass er Alpha ist. Ist geil, Digga. Und niemand der Alpha ist betont, dass er Alpha ist. Drogen und weiter ist, finde ich nice, wirklich. Nichts. Ja, meine Fresse ist groß, doch ich scheiter nicht und niemand der Alpha ist betont, dass er Alpha ist. Ihr kleinen Sträuche seid maximal Alfalfa, Bitch. Fresse, wenn der Barbo hier spricht. Und bisschen Geld, wenn ihr euch in eure Ärsche Testo-Ladungen spritzt. Lasst Rapper mit da lutschen, bis sie Seitenstiche kriegen. Und Fans haten, obwohl sie mich eigentlich noch lieben. Ich sag's, wie es ist und lass die Untertöne weg. Bin nicht so wie ihr, hier gibt's kein Muttersöhnchen-Rap. Julian. Naja, das widerspricht sich ein bisschen, weil das machst du ja gerade. So ein bisschen. Das klingt jetzt so ein bisschen so wie, ich bin immer noch voll hart, aber warum, also ist jetzt wieder so eine Unterstellung, aber es wirkt auf mich so ein bisschen so, als würde er so diesen Film fahren, so ich mach so real so ein bisschen, ne, ich bringe so ein bisschen Real Talk, aber danach direkt so ein bisschen sich davon distanzieren, ey, ich bin immer noch der Harte, Leute. Ich bin immer noch der Harte. Finde ich ein bisschen schade, er hätte doch die Schiene weiterfahren können, Digga. Mit der Lutschen, bis die Seitenstiche kriegen. Das ist halt schade. Das ist halt schade, weil da verliert er mich dann leider wieder. Ich fand den Einstieg wirklich nice. Den stärksten, den er bis jetzt hatte in einem Song. Meiner Meinung nach. Wenn ihr euch in eure Ärsche Testo-Ladungen spritzt, lass Rapper mit der Lutschen, bis sie Seitenstiche kriegen. Und Fans haten, obwohl sie mich eigentlich noch lieben. Ich sag's, wie es ist und lass die Untertöne weg. Bin nicht so wie ihr, hier gibt's kein Muttersöhnchen-Rap. Julian Boss öfter einen weggesteckt als Taschendiebe. Und rede nicht mehr von Rap, sondern praktiziere. Mache jeden... Okay. Boss öfter einen weggesteckt als Taschendiebe. Und rede nicht mehr von Rap, sondern praktiziere. Mache jeden Song, als wäre es mein letzter. Und Rapper reden was von Ehre, doch sind Blöffer. Deutscher Rap ist so wack. Früher wart ihr vielleicht was, aber jetzt ist es jetzt. Ihr seid von gestern, ich bin heute Thema. Ja, es ist so crazy, wie dieser, wie er wirklich diese komplette alte Bushido-Schiene fährt, so. Wack, früher wart ihr vielleicht was. Aber prinzipiell mag ich das, ne? Das ist ja voll mein Geschmack. Also, er hat halt nur sehr oft sehr, sehr unrunde geschriebene Zeilen, ne? Oder gerappte Zeilen. Was, aber, jetzt ist aber hier ist besser. Jetzt ist es hier. Ihr seid von gestern, ich bin heute Thema. Es ist an der Zeit für eine neue Ära. Deutscher Rap ist so wack, früher wart ihr vielleicht was, aber jetzt ist es jetzt. Ihr seid von gestern, ich bin heute Thema. Es ist an der Zeit für eine neue Ära. Von Leuten, die ich finde, für mich bis jetzt zumindest der stärkste Song von ihm. Muss ich ehrlich sagen. Für mich ist das das Beste bisher. Ich hoffe, er kackt jetzt nicht irgendwie im zweiten Part rein, aber für mich ist es der beste Song.
von ihm bis jetzt. Auch wenn da zum Ende des ersten Parts leider das ein bisschen wieder nachgelassen hat, da fand ich es inhaltlich weitaus stärker am Anfang, auch reimtechnisch so, wie er die Reime gesetzt hat und so. Und ich bin heute Thema, es ist an der Zeit für eine neue Ära. Von Leuten, die mich dissen, gibt es ziemlich viele. Darauf, dass das Hurensöhne sind, gebe ich euch Brief und Siegel. Yeah, das Leben ist nicht fair, also salutiert, wenn der General sich nähert, dass ich wieder an die... Irgendwie wirkt er hier auch gesünder. Er kriegt zwar immer noch seinen Mund nicht richtig auf, videotechnisch, aber irgendwie, weiß ich, vielleicht liegt es an den Klamotten? Yeah, das Leben ist nicht fair, also salutiert, wenn der General sich nähert, dass ich wieder an die Szene... Ach, schade, mein Bruder, jetzt mach doch nicht schon wieder hier. Yeah, das Leben ist nicht fair, also salutiert, wenn der General sich nähert, dass ich wieder an die Szene steppe und da ein paar Mitterbänge. War längst überfällig, wie so manche TÜV-Plakette, Hurensöhne brauchen eingebaut, Nasen und Biere, vorher trauen sie... Oh, das ist doch wieder unrund hier. War längst überfällig, wie so manche TÜV-Plakette, Hurensöhne brauchen eingebaut, Nasen und Biere, vorher... Ja, das ist leider wieder, und das sind immer diese... Es ist halt in jedem Song gibt es immer wieder diese kleinen, unrunden Stellen. Ist hier aber nicht so schlimm wie im letzten auf jeden Fall. Aber inhaltlich nimmt es halt, ja, geht es jetzt halt wieder in so eine Richtung und ich verstehe nicht, warum so. Weil er hat doch voll irgendwie anscheinend was zu sagen gehabt. Und jetzt hat man wieder das Gefühl, er hat nicht wirklich was zu sagen so. Trauen Sie sich nicht in die Aufnahmekabine. Und wenn diese Thilo eingebaut, Nasen und Biere. Vorher trauen Sie sich nicht in die Aufnahmekabine. Und wenn dieser Thilo ein paar Kellen mit der Fresse fängt, wird er wieder Messi-Song. Never be the same again. Warte, von wem redet er? Thilo? Kette Hurensöhne brauchen eingebaut, Nasen und Biere. Vorher trauen Sie sich nicht in die Aufnahmekabine. Und wenn dieser Thilo ein paar Kellen mit der Fresse fängt, wird er wieder Messi-Song. Never be the same again. Eure Junkie-Scheiße will doch keiner hören. Box euch eure Hustensaftpullen durch die Speiseröhren. Finde ich aber ganz funny, Digga. Eure Junkie-Scheiße will doch keiner hören. Box euch eure Hustensaftpullen durch die Speiseröhren. Yeah, ihr spuck auf eure Standard. Ja, aber das, wisst ihr, was das Problem ist? Ich hab's schon öfter gesagt, aber das Problem ist halt, guck mal, am Anfang zum Beispiel, ne, Julian rappt nicht sonderlich druckvoll. Kann ja ein Stilmittel sein, vielleicht feiert er das auch nicht. Vielleicht mag er so dieses bisschen laid back, nicht so viel Aggression in die Stimme bringen und so. Aber auf mich... Bei mir ist es halt so, wenn er zum Beispiel da steht und dann davon rappt, so keine Ahnung, ey, was ist hier los und so, ne? Ey, was ist bei mir passiert, blibla, dieser Film, dann verzeiht man viel, viel mehr Dinge. Sobald du aber in diesen Modus gehst, ich ficke so, ne? Alter, jetzt geht's hier, ne? Jetzt geht's um die Wurst so, Alter. Jetzt kommt der Boss und regelt hier mal ein bisschen, verteilt mal ein paar lyrische Schellen. Wenn du in diesen Modus gehst, musst du krass abliefern. Weil dann musst du halt derjenige sein, der da steht, wo du dir denkst, bah, Digga, was für ein Rapper. Alter, wie er ihm gibt. Und ich finde halt, dass er sich das nicht richtig, er kann sich das eigentlich nicht erlauben. Er kommt mit diesen, mit so Real Talk oder mit ernsteren Themen viel, da sind die Leute viel gnädiger. Oder ich rede lieber von mir, ich will euch nicht meine Worte in den Mund legen. Aber da bin ich dann viel gnädiger. Aber sobald er kommt, ne, ich gebe dir Dinge in die Speiseröhre, da denke ich mir dann so, ey, eigentlich ganz witzig geschrieben, aber wo ist der Druck, Digga, wo ist die Power? Warum war da zwei Lines vorher irgendwie so eine Unsicherheit? Das ist halt schade. Wäre das ja zu deep weitergegangen, dann verzeiht man das leichter. Hören, box euch eure Hustensaftpullen durch die Speiseröhren. Yeah, ich spuck auf eure Standardkacke. Ich mach Rap, keine Ahnung, was die anderen machen. Julian Boss, guter Stoff, jeder andere Boss ist wack. Neue Ära, wie meine Yankees und Dodgers Caps. Deutscher Rap ist so... Na, new era, ja. Andere Boss ist wack, neue Ära, wie meine Yankees und Dodgers Caps. Deutscher Rap ist so wack, früher wart ihr vielleicht was, aber jetzt ist es jetzt. Ihr seid von gestern, ich bin heute Thema. Es ist an der Zeit für eine neue Ära. Deutscher Rap ist so wack, früher wart ihr vielleicht was, aber jetzt ist es jetzt. Ihr seid von gestern, ich bin heute Thema. Es ist an der Zeit für eine neue Ära. Ich find's auf jeden Fall nice, dass er sich dem Stil treu bleibt, dass er das wirklich eiskalt durchzieht. Und dass er die Mucke macht, die er wahrscheinlich feiert, so. Die er einfach gerne öfter hören würde. Ob er seinem eigenen Qualitätsanspruch schon gerecht wird oder ob er da noch auf dem Weg ist, ist ein anderes Thema, so. Aber er fährt seinen Film, er passt sich da nicht diesem Mainstream-Film an, so. Unabhängig davon jetzt, ob er das überhaupt könnte, aber so gefühlt macht er das, was er feiert, was er fühlt und bleibt sich da treu. Ne? Und ich finde, so vom Gesamteindruck und von der Atmosphäre und so, ist es für mich wahrscheinlich das beste Ding, auch wenn es weitaus geiler gewesen wäre, wenn er so diesen Anfangsteil länger gefahren hätte. So. Also für mich jetzt hätte ich das weitaus mehr gefeiert. Ist leider ein bisschen wieder in dieses Mutter, ne, King, Boss und so Gelaber abgedriftet. Finde es vom Feeling aber ganz nice. Von dem her, also für mich auf jeden Fall eine deutliche Steigerung.
beim zweiten Part mehr Mühe geben, dann hätte ich mir den nochmal angehört. Was ich schade finde, ist produktionstechnisch, es klingt alles ein bisschen homemade halt, ne? Ist ja nicht schlimm, so, ich nehme ja auch zu Hause auf und so, aber da, ne, so ein bisschen Power, ein bisschen Energie fehlt mir da einfach. Also auch in der Stimme, da fehlt irgendwie der Punch. Es ist so ein bisschen, es plätschert so vor sich hin einfach von den Vocals. Ja, aber also weitaus besser als das letzte Ding. Und der Anfang hat mich sogar wirklich geflasht, Alter, weil ich damit nicht gerechnet hätte, dass Julian hier so reinkommt. Chef Musik aus der obersten Etage. Rapper nehmen nur Drogen und Versagen, sind am Drohen, aber weiter nichts. Ja, meine Fresse ist groß, doch ich scheiter nicht und niemand, der Alpha ist, betont, dass er Alpha ist. Das finde ich ziemlich nice, bin ich ehrlich, finde ich wirklich nice. Da gefällt mir auch diese Rumspielerei, den einen Reim vorsetzen, den anderen in der nächsten Line kicken, die Line füllen ohne Reim. Finde ich nice, Digga. Finde ich echt gut. Ja, also videotechnisch ist es natürlich wieder da der gleiche Film. Ich kann mir halt echt nur vorstellen, er hat da seine 20 Songs fertig oder was weiß ich wie viele und hat sich da 2-3 Nächte mit einem Kollegen irgendwie hingestellt und einfach abgedreht. Aber ihr wisst ja, ne, da bin ich sowieso nicht so streng unterwegs. Und Hook fand ich auch ganz geil eigentlich. Es ist eher so von der Gesamtproduktion ein bisschen low. Ne? Es klingt halt nicht so professionell, da fehlt der Druck, da fehlt die Power. Aber er hatte schon weitaus schlechtere Songs. Von dem her, ich bin gespannt, Digga, da scheint ja Potenzial hinter zu stecken. So, ne? Fatality habe ich auch gefeiert. Naja, also gefeiert, ohne das jetzt haten zu wollen, gefeiert habe ich noch keinen Song. Das wäre zu viel. So würde ich das auch bei dem Song nicht sagen. Ich würde eher sagen, das ist der Song, in dem ich am meisten Potenzial sehe, so am wenigsten zu meckern habe im Vergleich zu den anderen. Aber gefeiert, ja, das ist schwer, Digga. Da muss schon alles passen. Drehzahl war das rundeste. Jedenfalls zwei, ich weiß es nicht mehr, Digga. Der hat so viele Songs in letzter Zeit released, ne? Von dem her kann ich das kaum noch zusammenbringen. Wie ist die Bewertung? Ey, aber Bewertung geht auch gut fit, ne? Ich sag doch, Digga. Ich sag doch. Hör doch mal auf mich, Julian, Alter. No hate. Du hast uns damals immer belehrt. Jetzt bin ich in dieser Position. Jetzt gucke ich mir deine Sachen an, so wie viele anderen. Vertrau mir, wenn ich sage, Digga, mach mehr diesen Stuff. Mach mehr diesen, gib mehr von dir preis, Alter. Sag was, erzähl was. Diesen Stuff hier kriege ich überall, ne? Den nicht. Von dem her, gib uns mal mehr davon. Der Bro hat dann eine Nacht 6 Festplatten mit Videomaterial vollgemacht. Und niemand, der Alpha ist, betont, dass er Alpha ist. Das fand ich eine nice Line. Fand ich wirklich eine nice Line. Ist bei ihm aber ein bisschen, das zum Beispiel, guck mal, ich finde die Line an sich geil, aber es ist halt schwierig, wenn die jemand kickt, der danach davon redet, dass er der Beste ist und eure Mütter fickt. Weißt du, wie ich meine? Das widerspricht sich irgendwie so ein bisschen. Julian, wir wollen das JBB mit deinen überaus freundlichen Analysen zurück. Ja, das will man auf jeden Fall hören, Alter, wenn man einen neuen Song raushaut, ne? Ich finde es aber auch krass, dass Julian Boss theoretisch seine Fanbase hat. Zwar Großteil Kritiker, Hater, aber Fanbase. Ja, safe. Die wird er auch nicht verlieren. Also er hat viel falsch gemacht, denke ich. Aber natürlich, es gibt da immer noch Leute, die hinter ihm stehen. Und ich glaube auch nicht, dass Julian tot ist. Viele Leute sagen, ja, Julians Karriere ist vorbei und so. Ich glaube, Julian hat so einen Legendenstatus, dass er, wenn er es richtig anstellt, safe wieder an ähnliche Erfolge anknüpfen könnte. Ob das jetzt mit Musik klappt so gut, das ist die eine Sache. Aber es gibt ja viele andere Möglichkeiten. Ob mit seinem YouTube-Kanal, in dem er so ein bisschen kritischer unterwegs ist, mit irgendwelchen Analysen oder irgendwelche Themen, die er behandelt. Ich würde ihn da nicht abschreiben, weil dafür hat er einfach einen zu krassen Fußabdruck in der YouTube-History hinterlassen. Und auch in der Deutschrap-History, zumindest in dieser JBB-Video-Battle-Bubble so. Dass ich ihn nicht abschreiben würde, safe nicht. Und der Typ ist auch einfach unterhaltsam, kann man sagen, ja, natürlich, was willst du da meckern, Alter? Also Julian ist und bleibt ein krasses Talent, wenn es um diese Form von Entertainment geht, ne? Dieses ekelhafte Arschloch, was da sitzt und irgendwie seine Meinung preisgibt. Aber das Problem ist halt, dass das so nicht mehr funktionieren würde.